miteinander. Danke für den enthusiastischen Applaus. Bei jedem gewonnenen Punkt, dass ich nicht gewusst habe, dass es mit mir ist. Ist doch immer Donnerstagabend verkauft, ist doch klar. Nein. Summer Celebration. Weißt du, was fühle ich mich geirrt, wenn ich da in den Raum schaue, wenn du weißt, dass heute Nachmittag wieder irgendwie 35 Grad war und die Leute sich dann doch entscheiden, wie einfach wäre es, irgendwo mit am See zu hocken oder einfach die Heime noch irgendwie ein bisschen runterkühlen. Aber ich möchte euch auf den Weg hier hin. Und das ehrt uns. Das ehrt uns alle zusammen, wo wir da uns investieren, damit wir Gott erleben können. Nicht, dass wir einen schönen Freitag Gottesdienst miteinander verbringen können, weil ich habe es vorne beim Mitarbeitergebet gesagt, wir kommen da an, weil wir dem einzig wahren Gott begegnen wollen. Nicht, weil er nur da kann mit ihm connecten, aber weil das eine Möglichkeit ist, ein Gefäß ist, wo wir seine Gegenwart erleben können, wo wir verändert werden können, wo wir frei werden können. Und ich weiss nicht, ich hoffe, dass ich nicht mehr gleich bin, wenn ich heute heimgehe. Weil wenn ich da hinkomme, bin ich erwarte, dass Gott zu mir redet. Ich erwarte, dass der Heilige Geist etwas in meinem Herz neu polet. Dass ich wieder etwas zu essen habe für die nächsten Tage und Wochen, um mehr frei zu werden. Ich hoffe, du bist auch mit dieser Intention da hinkommen, etwas abzuholen, etwas mehr zu entdecken von dem, wie Jesus ist. Und wie er und sein Reich funktioniert auf der Erde. Ich habe eine Message heute mitgebracht, die mir einfach so auf dem Herz ist. Schon die letzte Zeit. Und wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, keine Vorgabe habe für das Thema, dann kannst du immer das bringen, was auf deinem Herz ist. Weil ich glaube, Gott redet das in der heutigen Zeit jetzt zu uns Menschen, zu uns als Lieb Christi. Zu uns, wir, die Söhne und Töchter von dem höchsten Gott sind. Weil die Angriffe sind riesig. Die Welt ist am Rumoren wie immer schon. Damit nicht, dass es schlimmer geworden ist. Viele sagen immer, es wird immer dunkel. Es war schon immer dunkel gewesen. Dort, wo Jesus nicht ist. Dort, wo Jesus durch uns durchankommt, dort ist Hoffnung, Leben, Licht und Freiheit. Der Message-Titel sagt eigentlich schon alles. Der Message-Titel vom heutigen Abend heisst: Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Du sagst, hey, hast du keinen interessanteren Titel gefunden? Du wirst es dann noch sehen nach dieser Message. Ein Tag kann alles verändern. Im Reich Gottes, mit dem Gott, wo wir dienen, wo wir nachfolgen, kann ein Tag alles auf den Kopf stellen. Und ich weiss, Hoffnung ist das Attraktivste für die Gesellschaft, für unser Herz, für Menschen um uns herum. Ich weiss nicht, wo du deine Hoffnungen schon mal hast, vielleicht schon begraben hast, wo du resigniert hast bei Sachen in deinem Leben. Vielleicht bist du momentan in einer Season, wo hoffnungslos erscheint, dunkel. Du weisst nicht mehr, wie es weitergehen soll. Dann ist die Message heute Abend für dich. Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Ich will heute ein bisschen ein Storyteller sein, weil die einen haben mir mal gesagt, Tom, du kannst noch recht gute Geschichten erzählen. Und ich freue mich auf das. Ich will euch drei Geschichten erzählen. Drei Geschichten, die Highlight-Geschichten sind von mir, die das unterstreichen. Hey, ein Tag kann alles verändern. Die erste Story ist aus Markus 5. Und dort ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, mit einem Bötli. Und sie kommen an eine Küste an und steigen aus. Kommen in das Land von der Gerasener. Und man hat dort vorab gehört, dass dort ein Mann lebt. Und zwar nicht im Dorf, sondern er lebt in den Höhlen oben. Dort, wo die Leute begraben haben. Dort, wo die Toten sind. Dort lebt er. Also jetzt nicht irgendwie sehr ein anmächeriger Platz zum Sein und Hausen. Er war besessen von Dämonen, von dämonischer Macht. Im Griechischen heisst es Dämonizomai, also vollkommene Kontrolle von Dämonen in seinem Leben gehabt. Du sagst, hey, ich weiss nicht, ob das real ist, dann ist es immer so lustig, bis du dann das erste Mal an einen Besessenen anlaufst. Also ich habe schon für
Dutzende von Leuten betet, wenn dann plötzlich die Frauen dich anfangen mit Mannenstimmen anreden und sagen, ich komme nicht raus. Dann weisst du, jetzt ist das Spiel fertig. Jetzt ist es fertig. Dämonische Mächte sind so real. Realer, als du es dir vorstellen könntest. Du kannst dich noch lange einreden. Das ist irgendwie etwas, was man sich dort ausdenken. Wer es schon mal erlebt hat, der weiss, Licht und Finsternis gibt es auf der Erde. Der Mann hat sich geritzt mit Steinen, das heisst, er hat sich aufgefleischt. Sie haben ihn in Ketten legen und hat Ketten verrissen. Ich habe mal einmal an einer Frau einen Dämon austrieben und drei Männer hat es gebraucht, um die Frau festzuheben. Ich dachte, hey, das kann ja nicht sein. Und ich war einer von diesen drei gewesen. Die Frau hat Fuss gehabt, ich sage das. Hey! Das war ein schmächtiges Frauenli, aber wo der Dämon übernommen hat, hey, der ist abgegangen. Aber Jesus hat gewonnen am Schluss. Amen. Der Mann hat sie in Ketten liegen. Ketten zerrissen. Der hat dort gelebt. Und sie haben nicht gewusst, was mit dem machen. Jeder hat ihn gekannt in diesem Dorf und der Umgebung. Da kommt doch Jesus an das Ufer. Und das Erste, was der Mann macht, er kommt von seiner Höhle oben runter, läuft an das Ufer, wirft sich vor Jesus nieder und sagt, bitte Meister, nicht jetzt. Bitte, warum bist du gekommen, um uns schon vor unserer Zeit den Garaus zu machen? Und es ist interessant, weil Jesus kommt und greift die Dämonen an und sagt, gehen aus dem Mann raus. Und sie haben, die Dämonen haben gesagt, hey, lass uns bitte nicht einfach irgendwo in die Luft raus, sondern da oben hat es noch einen Bauer gehabt, der hat noch ein paar Säue gehabt. Lass uns in die Säuherde nie gehen. Die Dämonen sind in die Säuherde nie gefahren. Und was haben die Säue gemacht? Sie haben sich über die Klippen runtergeworfen. Ich meine, hey, das ist dann wirklich, musst du dir das mal vorstellen, wenn da hunderte von Säuen einfach versaufen und dann liegen die treiben ja dann auf. Dann musst du dir mal vorstellen, du schaust auf dieser Klippe, aber da gibt hunderte von aufgeblasenen Säuen tot dort an dieser Küste. Hast du das schon mal gesehen? Hast du das Bild? Crazy! Man könnte ja sagen, so krass. Jetzt ist der besessene Mann plötzlich, es steht, er ist wieder in seinem normalen Denken, in seinem normalen Verstand gewesen. Menschen haben ihn gesehen. Jetzt musst du dir vorstellen, die dort waren, haben dem Bauer angerufen und gesagt, Junge, jetzt musst du mal kommen. Jetzt ist ein Scheiß passiert. Und dann sind die gekommen, dann ist der gekommen und man könnte sagen, hey, sie haben gejubelt und gesagt, Jesus, du bist so mächtig. Jetzt hast du den Mann die Dämonen austrieben, der ist geheilt. Wieder ein normaler Mensch, wieder für Gesellschaft. Er kann wieder ein Sozialleben führen, mit anderen zusammen. Nein, nein. Der Bauer hat gesagt, Jesus, pack dein Wehrli, nimm deine Leute mit und verreiss. Weil du da bist, das kostet uns zu viel. Verstehst du, das ist noch nicht gegeben. Ich habe letzte Woche dem Mobiliar meine Tierversicherung gezahlt. Da hat es noch keine Tierversicherung gegeben. Das hast du nicht können, wenn ein Rind den Scheich gebrochen hat, da anmelden und dann haben die dir das gut entlöhnt. Das ist einfach weg, die Herde. Es hat etwas gekostet, dass der Mann frei geworden ist. Aber weil der nichts mit dem Mann hat zu tun wollte, hat er gesagt, nein, nein, Jesus, pack dein Wehrli und gang. Aber der Besessene, der jetzt frei war, wir lesen das in Markus 5, hat zu Jesus gesagt, als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Und das Wort, wenn du das auseinandernimmst, das ist nicht nur die Leute haben gestaunt, weil sie den Mann kennt und gesagt haben, hey, das ist doch der Mann, der besessen war. Von dem haben wir gehört, der dort bei den Toten lebt. Jetzt ist er plötzlich frei, hat eine Freude und einen Frieden im Herz und sagt, Jesus hat das gemacht für mich.
Das Wort staunen dort heisst, sie sind so überwältigt gewesen, dass sie sich einen Schritt entgegengemacht haben zu dem Glauben an Jesus. Und das ist so genial, jetzt musst du dir dem Mann sein Leben vorstellen. Peinigt und unterdrückt von dämonischer Macht. Am Morgen aufgestanden in diesem Loch, neben den Toten, mit all seinen Narben, Eiter. Und am Abend geht er ins Bett als ein Missionar, der frei ist in seinem Herz und die Liebe von dem Gott erfahren hat. Halt an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Der Mann hat das nicht gewusst. Aber Jesus ist gekommen an das Ufer. Und er ist ihm entgegengekommen und er ist als veränderter Mensch von Jesus weggegangen. Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Die zweite Story, die ich euch mitgebracht habe, ist aus 2. Könige 6 und 7. Ist im Alten Testament. Ist eine krasse Story. Da ist die Stadt Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel, ist belagert worden von einem König. Ben-Hadad hat er geheißen, ein aramäischer König, hat die Stadt belagert rundherum, damit sie keinen Handel mehr haben können betreiben. Und die Stadt hat eine riesige Hungersnot gehabt. Die grösste Hungersnot in der Weltgeschichte. Warum weiss ich das? Es war so schlimm, dass die Menschen dort angefangen haben, ihre Kinder kochen und essen. Du glaubst es nicht? Lies es nach. Wir haben dort eine Story, die aufgeschrieben ist. Der König von Samaria ist einmal am Mittag in dieser Hungersnot auf der Mauer oben von der Stadt gelaufen. Und da kommt eine Frau zu ihm und ruft: König, hilf mir! Und er hat gesagt: Wie soll ich denn dir helfen, wenn Gott uns nicht hilft? Kann uns niemand helfen. Was ist dein Problem? Und sie ruft wieder: König, hilf mir! Was ist los? Er sagt: Wir haben so Hunger. Ich habe mit meiner besten Freundin abgemacht. Lass uns gestern deinen Sohn kochen und zusammen essen. Und heute werden wir meinen Sohn kochen. Und jetzt haben sie ihren Sohn versteckt von mir. Und wir haben nichts mehr. Versteht ihr? Das ist unglaublich. Das ist so krass. Die haben nichts mehr gehabt. Das war eine ausweglose Situation. Sie haben ihre eigenen Kinder kannibalisiert, gegessen. Und in dieser Situation steht ein Prophet auf, der Elisa, und sagt: Morgen zu dieser Zeit wird sie in dieser Stadt so viel Überfluss Essen haben, dass wir es werden müssen verschenken. Und alle Berater und alle Leute, die es gehört haben, haben gesagt: Wie kann das möglich sein? Gott selber kann das nicht machen. Und dann gehst du ein Kapitel weiter führen, ein Tag verstreicht und am Morgen steht, vor der Stadttor hat es 4 aussätzige Leprakranke gehabt. Im Englischen würde ich sagen, der Limping Larry und seine 3 Kumpane. Sie haben sich angeschaut, sie haben genau gleich Hunger gehabt wie die Menschen in der Stadt. Und sie haben sich gesagt: Hey, Jungs, unsere Zukunft sieht nicht rosig aus. Wenn wir da bleiben, sterben wir. Also lass uns aufstehen und die aramäische Armee challengen. Hey, 4 Aussätzige, 4 Leprakranke, Limping Larry and the Brothers. Was wollt denn ihr? Hey, verstehst du? Ich habe so einen Respekt für die 4. Sie haben gesagt, wir opfern uns für einen Change. Wir challengen die Armee. Und sie sind aufgestanden und sind in das Lager übergelaufen. Musst du dir das mal vorstellen? Und was ist denn passiert? Wir lesen es im 2. Könige 7, 6 bis 7, dort heisst es:
wo sie auf dem Weg sind, dort drüber zu laufen. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer getäuscht, sodass die Krieger glaubten, das Rasseln heranstürmenden Streitwagen, das Galoppieren von Pferden und das Heranrücken eines großen Heeres zu hören. Der König von Israel hat die Hethiter und Ägypter angeworben und greift an, riefen sie einander zu. So brachen sie in der Abenddämmerung auf und ergriffen die Flucht, ließen ihre Zelte, Pferde, Esel und alles andere im Stich und rannten um ihr Leben. Und da kommen jetzt die vier Aussätzigen. Limping Larry. Und es ist leer, das Lager ist leer. Du liest es, kannst es nachlesen daheim. Es ist leer und sie sehen es. Verstehst du, die hatten Hunger, dass sie ihre eigenen Kinder gegessen haben. Nachher siehst du dort einen schönen Schweinsbraten. Die gehen an, sie nehmen ein Stückchen Essen, sehen Gold und Silber, Ausrüstung. Was nehmen sie? Tragen die Ware aus dem Zelt raus und vergraben es. Und sagen, das ist alles für uns. Und währenddem, dass sie das machen, sagt der eine, hey, ich glaube nicht, dass das nur für uns ist. Ich glaube nicht, dass Gott uns das geschenkt hat, nur für uns. Sie sind zurück in die Stadt und haben gesagt, kommt raus! Es ist niemand mehr da im gegnerischen Camp. Kannst du dir vorstellen, vier Aussätzige. Und dann haben sie gesagt, hey Jungs, hört auf, erzählt kein Kabis. Das ist sicher ein Falle. Die wollen uns reinlegen. Und doch haben sie die Türen aufgegangen und sind rausgerannt. Und sie haben alles reingenommen in die Stadtmauern. Essen, Gold, Silber, Rüstung. Und plötzlich war Überfluss da, wo man am Morgen noch darüber geklagt hat, dass man seine eigenen Kinder hätte essen müssen. Ein Prophet ist aufgestanden und hat gesagt, morgen wird alles anders sein. Und der Berater vom König, der gelacht hat und gesagt hat, nicht mal Gott kann das tun. Zu dem hat der Prophet, bevor das mit diesen vier Aussetzungen passiert ist, gesagt, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst es nicht erleben. Und wo sie die Türen aufgemacht haben von der Stadttor und alle Menschen rausgerannt sind, ist der Mann vertrampelt worden, zu Tod getrampelt worden. Er hat es gesehen, aber er hat nicht geglaubt, dass für Gott alles möglich ist und hat mit seinem Leben bezahlt. Mich ermutigt die Geschichte so, Gott braucht vier Aussätzige, die gesagt haben, egal, wir opfern uns, wir gehen und challengen die aramäische Armee. Und ein Tag hat alles verändert für die ganze Stadt. Freunde, in deiner Situation, wo du bist, heb an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Du kannst morgen aufstehen, morgen Abend ins Bett gehen, frei, weil Jesus der gleiche ist vor 5000 Jahren im Alten Testament wie in der heutigen Zeit. Heb an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Und die dritte Story. Eine Story vom König David, wo etwas macht. Wo etwas macht mit dem Herz, wo etwas von dem Wesen von Gott widerspiegelt. Der König David hat ja verschiedene Kämpfe geführt. Und ihm haben die Philister auch die Bundeslade weggenommen. Das ist dort, wo Gott gewohnt hat. Das ist dort, wo Gesetzestafeln drin waren. Und die haben sie wieder zurückgebracht. Und der David, wir kennen das, er hat dann wild getanzt vor dieser Bundeslade und hat Freude gehabt, dass jetzt wieder die Bundeslade dort ist, wo sie angehört, nämlich in die Mitte von seinem Volk, von dem Volk von Israel. Und es ist dann so in die Jahre gegangen und sie haben sich niederlassen und der David hat Zeit gehabt, zum Überlegen. Und er hat sich daran erinnert, an seinen besten Freund, den Jonathan, den Sohn vom König Saul. Der Saul, den der David jahrelang verfolgt hat und ihm um sein Leben getrachtet hat. Und er hat dem Jonathan, der David hat dem Jonathan früher ein Versprechen gemacht. Und er hat gesagt, ich werde für deine Nachkommen sorgen. Und der David hat sich daran erinnert und hat gesagt, halt! Ich habe dem Jonathan ein Versprechen gemacht. Gibt es noch jemanden aus der Familie,
Gibt es noch jemanden aus der Familie von Jonathan? Und er hat eine Ziehbahn gerufen. Er war ein Historiker, einer von seinen engsten Diener. Und er hat gesagt, hey, gibt es noch jemanden? Und zu dieser Familie von Jonathan gehört. Und er sagt, ja, es gibt noch jemanden. Sein Name ist Mephibosheth. Und er hat gesagt, wo ist er? Du musst wissen, wenn du das liest im 2. Samuel 9, der Mephibosheth war der Sohn von Jonathan. Und wo der Saul und der Jonathan gefallen sind auf dem Schlachtfeld, war der Bube etwa 4. Und wo die Nachricht kam, ist, dass der Jonathan tot ist und der Saul auch, der Grossvater und der Vater gestorben ist, da ist, es steht im Englischen, es war wahrscheinlich eine Hebamme oder eine Frau, die den Mephibosheth aufgenommen hat und ihn rennend heimgebracht hat ins Lager. Und während sie heimrennt, stürchelt sie und lässt den Bub fallen. Und der Bub ist gelähmt vom Hals an durchab. Der Mephibosheth ist aufgewachsen nachher bei seinem Onkel. Der Onkel Machir hat er geheißen. Und der Historiker, der Ziba, der hat das gewusst. Der hat gesagt, der Mephibosheth, der lebt bei seinem Onkel. Das heisst dort, er hat gelebt in Lodabar. Und du musst wissen, niemand, der einen normalen Verstand hat, lebt dort. Lodabar heisst übersetzt nichts anderes als ein unfruchtbares, dunkles, wüstes Land. Dort sind Gangsters gsi, dort sind Pimps gsi, dort war Sin City gsi. Niemand will dort leben. Niemand will dort leben, in Lodabar. Niemand. Und du musst wissen, der Machir war nicht irgendwie ein gutmütiger Onkel, der sich dem gelähmten Mephibosheth angenommen hat, sondern wenn du den Namen gehst, anschauen, dann heisst es, er war ein Salesman, er war ein Verkäufer. Aber nicht ein Verkäufer, wie du vielleicht dir vorstellst, sondern einer, der seine eigenen Töchter verkauft hat, auf dem Strich. Bei so einem Mann ist der Mephibosheth gross geworden. Ist gerobbt wie eine Schlange, wie ein Hund am Boden, weil er nicht laufen konnte. Und wenn du Kommentare liest, man weiss nicht, wie alt der Mephibosheth war, wo der David das am Ziba gesagt hat, und gang und such den Mephibosheth. Die einen sagen, er war 18, die anderen sagen, er war schon 37. Die Bibel sagt es nicht. Kommt auch nicht darauf an. Ob 18 Jahre oder 37 Jahre, ist einfach zu lang, um in Lodabar zu leben. Viel zu lang. Und du musst wissen, der Machir hat dem Mephibosheth immer Angst gemacht. Weil jetzt war ein Königswechsel. Jedes Mal, wenn ein König einen anderen König überwunden hat, hat er seine ganze Sippschaft ausgelöscht. Die hat man angenagelt, Kreuzungen vor der Stadt, oder der König selber hat ihn geköpft. Das war Brauch. Der Mephibosheth hat gewusst, wenn irgendeiner vom Haus von David jemand kommt und mich findet, kostet mich das mein Leben. Und plötzlich sieht er in der Weite von der Wüste her eine Staubwolke. Und plötzlich ruft der Machir raus und sagt, das ist das Banner vom König. Und der Ziba kommt mit seiner Gefolgschaft, um den Mephibosheth aufzusuchen. Was denkst du, was der Mephibosheth gedacht hat in dem Zelt? Auf einem dreckigen Boden gewesen, sich nicht bewegen können. Jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Und der Ziba kommt an in das Dörfchen von diesem Zelt in Lodabar und steht an und sagt, ist da ein Mephibosheth? Und er hat gesagt, ja. Und der Mephibosheth kommt vor. Und er denkt, jetzt ist mein letztes Stündchen geschlagen. Und der Ziba sagt, komm mit. Und er hat ihn mitgenommen. Zurück zum Palast von David. Und wo sie an den Palast ankommen, steht David von seinem Thron auf und kommt aus seiner Halle raus, um den Mephibosheth zu grüßen.
Verstehst du, es war gegen jedes Protokoll gewesen. Nie steht ein König auf und kommt raus. Du kommst an und du tust dich waschen und du machst dich parat und dann vielleicht gehst du rein zum König, wenn er dich lässt. Nie kommt ein König raus. Und der Mephibosheth, du musst dir das bildlich vorstellen. Der ist dort, sie haben ihn müssen heben, er hat ja nicht stehen. Und er geht vor den David ab, wo der David aus dem Saal rauskommt und sagt: Warum, David? Ich, der weniger bin als ein toter Hund. Verstehst du, im jüdischen Kontext gibt es nichts Unreineres als ein toter Hund. Er hat keinen Selbstwert gehabt. Sagen wir 20 Jahre in Lodabar. Am Boden gehauset wie ein Dreck. Ich wusste, wenn der David mich findet, dann hat mein letztes Stündchen geschlagen. Aber der David war ein anderer König. Es heisst, dann ließ der König, im 2. Samuel 9, 9 bis 13, dann ließ der König Ziba den Diener Sauls nochmal rufen und sagte: Ich habe dem Enkel deines Herrn alles gegeben, was Saul und seiner Familie gehört hat. Du und deine Söhne und Knechte sollen das Land für ihn bebauen, die Ernte einbringen und so für seinen Unterhalt sorgen. Aber Mephibosheth selbst, der Enkel deines Herrn, wird immer bei mir an meinem Tisch essen. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete: Ja, mein Herr und König, ich werde tun, was du befiehlst. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen, als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephibosheths Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Kannst jeder mächtige und wohlhabende Mann auf der Erde fragen, das ist die größte Reichtumtransfer, den du findest in der Geschichte der Menschheit. Einer, der sich als toter Hund gesehen hat, 20 Jahre am Boden im Dreck, am Morgen aufgewacht und dann die Staubwolken gesehen und denkt, das ist mein letzter Tag. Und am Abend geht er ins Bett als zweitreichster Mensch auf der ganzen Erde. Um täglich am Tisch von dem König zu essen. Und warum am Tisch? Wenn er am Tisch gehockt ist, hat man seine Disabilities nicht gesehen. Heb an der Hoffnung fest. Ein Tag kann alles verändern. Die drei Storys zeigen, das Leben wird immer challenging bleiben. Wir werden immer Herausforderungen haben. Wir werden immer wieder Sachen haben und Situationen haben, wo wir unsere Träume begraben wollen, wo wir Hoffnung aufgeben wollen. Weil wir irgendwann nicht durchgebrochen sind, weil wir sagen, es wird eh nie anders. Aber ich bin heute Abend hier gekommen, um euch zu sagen, haltet an der Hoffnung fest, ein Tag kann alles verändern. Mit dem Gott, dem wir dienen. Der erste Vers, den ich mitgebracht habe, Hebräer 10, 35, heisst es: Werft dieses Vertrauen, Hoffnung auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. In dieser Summer Celebration, heute Abend, geht es mir darum, euch ein Bild zu malen mit diesen drei Geschichten. Wie ist der Gott? Wie ist der König? Wie geht er mit unserer Hoffnungslosigkeit um? Ich liebe es, dass ich einem Gott diene in meinen ausweglosen Situationen, wo ich weiss, für ihn ein Tag kann alles ändern. Ich muss nie hoffnungslos sein. Ich weiss, auch in meinen schlimmsten Kämpfen, mein Gott, in einem Tag dreht er alles um. Wie der Mephibosheth. Kein Selbstwert mehr gehabt. Versteht ihr, die heutige Gesellschaft ist so aufgebaut. Sie will den Menschen eintrichten, dass sie nichts wert sind. Niemand braucht dich.
Du bist es nicht wert. Du brauchst das und das, um etwas zu sein. Und ich bin heute Abend hierher gekommen, um euch zu sagen, du findest dich nur an einem Ort. Und das ist bei Jesus Christus, weil er hat dich gemacht. Bei ihm ist alle Hoffnung. Er ist der Hoffnungsgeber. Sein Name ist Hoffnung. Ein Tag kann alles verändern. Es hat Leute da drin, die Familiensituationen haben, wo du sagst, ich habe die Hoffnung aufgeben. Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder die Beziehung wieder herstellen kann. Zu meiner Schwester, zu meinem Bruder, zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Ich sage heute Abend, ein Tag kann alles verändern. Hebe die Hoffnung fest. Mach den ersten Schritt auf das Camp zu und vertraue, dass Gott mit dir ist. Der Teufel ist so daran interessiert, unsere Beziehungen kaputt zu machen. Er ist so daran interessiert, uns gegenseitig gegeneinander aufzubringen, Unvergebenheit zu streuen, Verletzungen zu streuen. Aber Jesus ist gekommen, um das Opfer zu sein für uns, damit wir Hoffnung haben können in hoffnungslosen Situationen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.